Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Bin gerade selbst gespannt, was uns hier erwartet. Wir spielen hier das kleine Indie-Game Tube Star, wo es darum geht, ein erfolgreicher YouTuber zu werden. Also ich glaube, das ist alles eher so ironisch gemeint. Ich sehe es zumindest sehr ironisch. Halt Fame erlangen, Klicks, whatever, YouTube Money, der ganze Shit halt. Ich habe das Spiel vor ein paar Wochen zufällig entdeckt, als ich auf der Suche nach Indie-Titeln für meinen Channel war. Witzigerweise ist jetzt vor kurzem auf Steam das Spiel YouTubers Live rausgekommen, welches vom Prinzip her, glaube ich, ähnlich ist. Keine Ahnung. Ich habe beide Spiele noch nicht gespielt und lasse mich jetzt erstmal überraschen. Ich habe keine Ahnung, was man hier tun soll. Also das ist, ich habe bei dem Spiel auf Start gedrückt und das ist hier gerade das erste, was danach zu sehen war. Keine Ahnung, man hätte sich ein Tutorial-Video dazu angucken können. Da hatte ich jetzt aber keinen Bock drauf. Also schauen wir einfach mal, was man hier so machen kann. Hier unten steht Starte Tag 1, also machen wir das einfach mal. Was? Hier steht der Startetag 2. Ist jetzt ein Tag vergangen, ohne dass wir was gemacht haben? What? Okay, was muss man hier machen? 9 Uhr, Beruf. Hiermit kündigst du deinen Beruf. Bist du dir sicher? Nein. Ich möchte meinen Job nicht kündigen. Okay, also von 9 bis 5... haben wir einen Beruf. Aufgabe hinzufügen. Ah, guck mal hier. Lernen, studieren, nachbearbeiten, Video drehen. Dann drehen wir doch mal ein Video. Name. Wie gesagt, ich mache das hier alles eher ironisch. Also bitte nicht so ernst nehmen. Alles klar, das ist Comedy. Stunden. Kosten. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so. 2 Stunden und 0 Euro. Ein Low-Budget-Video. Oh. 2 Punkte verbleiben. Hast viel anlernen. Spielerstatistik wird leicht verbessert. Dadurch verschlechtert sich die Videoqualität. Was? Wenn wir aus Fehlern lernen, verschlechtert sich die Videoqualität? Nachahmer, 125 kostenlose anfängliche Views. Das gibt es übrigens leider wirklich. Man kann sich im Internet Views und Abos und sowas kaufen. Und das teilweise für mega, mega, mega viel Geld. Ich frage mich ernsthaft, welchen Sinn das macht. Weil ich mache Videos, weil sie mir Spaß machen. Und wenn ich dann Klicks oder Abos bekomme, freue ich mich darüber. Weil ich mir denke, okay, das, was ich tue, kommt vielleicht an. Aber wenn ich mir die Abos kaufe, dann kann ich mich über die Abos ja nicht freuen, weil das sind ja dann keine Leute, die sich wirklich für mich oder meinen Channel interessieren, sondern einfach Leute, die ich dafür bezahle. Raff ich nicht. Meme-tastisch. Höhere Chance auf die Teilung des Videos. Ja. Produktplatzierung. YouTube Money. Money, Money, Money. Könnte Katzen enthalten. Ernsthaft, was ist das mit Katzen und Internet? Das Internet explodiert, wenn es um Katzenfotos, Katzenvideos, Katzen geht.
So schlecht. Wenn das Video viele Dislikes hat, wird es eher geteilt. Ernsthaft? Überbohrt, das Video kann nicht gesperrt werden. Okay, die anderen Sachen sind hier ausgegraut, muss man wahrscheinlich erst freischalten. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben 2 Punkte. Hier, die Sachen kosten 1 bis 2 Punkte, wenn ich das richtig verstehe. Was machen wir? Ja, wir wollen ja famous werden und so. Also denke ich mal, das mit dem Meme ist ganz geil. Aber ich mag die Katzen. Die Katzen kosten 2 Punkte. Ich nehme die Katzen. Ich nehme einfach die Katzen. Gucken, was passiert. Bester Prank ever. Video gedreht. Stunden verbleibend 2. Okay. Schon verbleiben eine. Okay, das machen wir also. Wir arbeiten bis 5. Und dann nehmen wir von 6 bis 7 unser Video auf. Okay. Dann muss das natürlich nachbearbeitet werden. 4 Stunden. Okay. Das ist der Tag ja schon um. Und wann schlafen wir? Startet Tag 2. Was ist das? Videomanager? Oh mein Gott, das Thumbnail. Bester Prank ever. Offizieller Trailer. Erstelle einen neuen Kanal. Channel erstellen. Name. Ups, vertippt. Werbestrategie. Aggressiv, ach du Scheiß, okay. Channel. Guck, welche Bilder es sonst gibt. Prank Invasion. Best Pranks. Minecraft. Das ist aber auch wirklich so typisch, typisch YouTube einfach. Hier roter Kreis und nackte Haut. Was ist das? Scare Pranks. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. Naja, ich lasse das einfach mal. Views kaufen. Nein, ich kaufe erstmal keine Views. Wobei andersrum. Ich will das ja eigentlich auf die Schippe nehmen und das ironisch spielen. Also, ach komm, warum nicht? Ja. Online-Shop. Okay, hier können wir noch. Mit meinem Know-how wärst du zum YouTube-Star. YouTube. Kranker Scheiß. Ja, das hole ich jetzt erstmal nicht. Top-Tube-Stars. Aha. Okay. Ein neues Video. Man merkt, ich bin nicht drin in diesem. Ich guck diese ganzen Prank und hast du nicht gesehen, Videos eigentlich nicht, deshalb. Oh Gott, Clickbait. Was gibt's denn noch für tolle, typische Clickbait-Titel?
fast gestorben. So, und das ist natürlich auch wieder ein... Ah, könnte das auch ein Vlog sein? Ein Vlog. Mhm. So. Und dann machen wir einfach mal bla und bla. Ist auch egal. So. Irgendwie bla, ist das... Ich passiert einfach keine Action. Und das irgendwie spannender vorgestellt. Nee. Fast gestorben. 1, 2, 3, 4. Videomanager. Wo sehen wir denn unsere Views? Oh ja, das Bild ist gut. Fast gestorben. I have no fucking idea. Null Views. 301 View. Abonnenten. Alles klar. Also irgendwie ist das sehr lame. Hier passiert keine Action. Vielleicht sollte ich doch mal dieses Steam-Spiel ausprobieren. Die Sache war halt nur... Also dieses Spiel hier ist... Okay, es ist irgendwie kein Spiel. Es ist einfach nur ein... dummes Rumgeklicke. Auf jeden Fall, das hier war gratis. Wohingegen dieses YouTubers Live auf Steam, glaube ich, irgendwas kostet. Naja, egal. Hat man irgendein Ziel hier? Wir drehen jetzt mal ein... wie heißen die immer? Fashion Hall mit meiner BF. Sagt eigentlich jemand noch BF? Best Friend. Und das lassen wir uns natürlich was kosten. Fashion Hall hat Geld gekostet. Und ist natürlich mit Produktplatzierung, weil wir haben ja ganz viel eingekauft. Bam, bam. Und danach bearbeiten. Bam, 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 bam. Yay! Ah, guck mal, das ist auch Hall. Sind das echte YouTube-Thumbnails? Oder woher kommen diese Zufallsbilder? Best Friends. Okay. I have no fucking idea. Wir könnten mal lernen. Ach, Quatsch. YouTube. Boah, ich bin so unkreativ. Man merkt es gar nicht. Fetter Beef auf YouTube. Oh ja, Verschwörungstheorie. Das ist doch mal super. Next. Na komm, hier bla und bla draufgeschissen. Hier passiert einfach absolut gar nichts. La la la. Ich habe mir das echt spannender vorgestellt. Fetter Beef auf YouTube. Beef. YouTuber dissen? Okay. Das sind echte Thumbnails von YouTube.
Und da haben wir natürlich direkt hier ganz viele Views. Ey, wie dumm das einfach ist. Und es passiert einfach nichts. Es ist keine Action, keine Spannung, kein Whatever. Weiß ich auch nicht. Ich hätte mir das irgendwie lustiger vorgestellt. Naja. Was? Copyright-Verletzung? Oh nein, wie schrecklich. Okay, ich frag dich mal, ob du Überstunden schieben kannst. Das wäre super. Yay, es gibt spannende Zufallsereignisse. Hihihi. So lame. Okay, bevor das hier alles noch peinlicher wird, noch langweiliger, beende ich dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Entschuldige mich für diesen langweiligen Content. Ich hatte es mir echt irgendwie lustiger vorgestellt. Und bis zum nächsten Video, hoffentlich. Tschüss.